Hey ho Schnuckis! Yes, heute gibt es Smoky Eye und zwar hiermit. Ja, und noch ein paar andere Sachen, die wir ausprobieren. Unter anderem die neue Huda Beauty Foundation. Also wenn es euch interessiert, bleibt dran, es geht direkt los. So, dann legen wir mal los. Und ich habe heute... mal gucken, ob das nicht in die Hose geht, Leute. Mal schauen. Und zwar habe ich ja von Purish ein, zwei Sachen bekommen. Und die zwei, drei Sachen davon wollte ich hier heute einbauen in das Video. Zum einen diese Palette. Ja, ich weiß, dass ganz viele haben mir geschrieben, Jenny, guck dir mal die Palette an, die ist voll toll. Und ich weiß auch, dass einige von euch da Interesse dran haben. Die gibt es, ist ein Restock jetzt gewesen bei Purish, also hier ist sie. Und ihr wisst, Jenny15 ist mein Code, damit spart ihr 15% und ich kriege ein bisschen Provision. Also haut rein, da ist sie. Ich bin mega gespannt. Also ich will heute schwarz. Ja, also ich will heute auf jeden Fall diesen Ton hier. Das ist ganz klar. Ich will richtig dunkel. Und dann super niedlich. Also das Team von Purish ist echt erste Sahne. Ich hatte neulich mal in meiner Story erwähnt, dass mich diese UV oder diese Liner von Suva, dass sie mich irgendwie interessieren und ja, hat man mir mit ins Paket gepackt und ich bin richtig happy darüber, weil ich habe damit schon rumgespielt bei Instagram. Ich weiß, die mir folgen auf Instagram, die machen alles richtig. Die mir da noch nicht folgen, haut rein. Ja, auf jeden Fall gibt es da ganz oft, ja, bei Instagram bin ich so ein bisschen näher an der Zeit. Das heißt, wenn ich was bekomme, probiere ich es da ganz oft sofort aus und habe ich hiermit auch gemacht. Und irgendwie, ich habe mega Bock, davon etwas noch in meinen Look zu integrieren. Ich habe noch keine Ahnung genau wie, aber lasst euch überraschen. Ich lasse mich auch überraschen. Wir fangen einfach direkt mit dem Augen-Make-up an. Ich habe schon drauf einen Primer, und zwar den Laura Mercier Pure Canvas Primer, weil ich den toll finde, in Illuminating übrigens, weil ich will auch nachher noch eine Foundation ausprobieren. Kommen wir gleich zu, aber den habe ich schon mal drauf. Der kann schon mal so ein bisschen in meine Haut rein. Und ich habe natürlich MAC Paint Pot drauf, so wie immer, weil, ja, das ist einfach meine Base des Vertrauens. Fangen wir mit der Palette an. Ich muss erstmal meine. Ich sammle mal meine Pinsel zusammen. Ich bin kein Profi oder so, weiß Gott nicht. Und so ein Smoky Eye ist auch nicht so leicht. Also bitte seid gnädig zu mir. Ich würde erstmal mit diesem Ton hier anfangen und meinem Wayne Goss Nummer 3. Ich muss erstmal gucken. Und den gebe ich mir erstmal hier hin und ich finde den Ton sowas von schön. Das habe ich, ich habe damit schon einmal rumgespielt und ich muss sagen, ihr denkt so, ja, okay, ist halt so ein Ton wie jeder andere, aber irgendwie hat er irgendwas Besonderes und ich möchte fast behaupten, ich habe so einen Ton noch nicht. Weiß ich auch nicht, also ich finde ihn irgendwie anders. Und ihr könnt sehen, der lässt sich, ja, sehr leicht verblenden. Da bin ich sehr froh drüber. Ich bin gleich echt gespannt auf das Schwarz. Das könnt ihr aber glauben. Ich hoffe, ich habe nicht so viel Fallout. Wobei, bei so einem Schwarz mit Glitzer drin, ich glaube schon, dass ich da nicht ohne Fallout rauskomme. Jetzt nehme ich nochmal diesen Ton hier und gebe mir den auch nochmal ein bisschen auf. Mal gucken. Ich fand den nämlich tatsächlich sehr ähnlich zu dem, den ich jetzt schon drauf habe. Ja, sehr ähnlich, ein bisschen dunkler, aber nicht viel dunkler. Brauche ich aber auch nicht, weil ich will nur so eine leichte, ja, Base nach oben hin schaffen, damit ich gleich mit dem Schwarz nicht so zu kämpfen habe. Das Schwarz, das ist eigentlich schwarz, aber das hat so blau, lila, grüne Glitzer drin. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Ich habe damit schon rumgespielt. Ich finde tatsächlich, von dem Glitzer siehst du am Ende kaum was. Aber trotzdem ist es schön. Ich nehme jetzt erstmal den Mini-Booster von Sonia G. Und packe mir das mal hier so vorsichtig auf. Und taste mich Stück für Stück an das Schwarz ran. Weil
Schwarz ist halt, ich finde, es ist nicht sehr einfach, mit Schwarz zu arbeiten. Was mir aber aufgefallen ist, als ich das schon mal so ein bisschen rumgespielt habe mit, dass es sich sehr toll verblenden lässt, auch das Schwarz. Also sehr einfach und ohne viel Heckmeck. Ihr könnt es sehen. Und ja, das ist ein Blendepinsel im Grunde, aber trotzdem, dieser Mini-Booster von Sonia G, der packt so geil das Produkt, also wow. Ich bin da echt, es ist echt einer meiner Lieblingspinsel geworden. Es gibt den ja noch in gefärbter, mit gefärbtem Haar. Keine Ahnung, ob der so geil ist wie der ungefärbte hier. Das kann ich natürlich nicht sagen, aber der ist ja in diesem Holiday-Set drin gewesen. Ja, ich würde mal sagen, das ist mal schwarz. Ich mache mal das andere Auge. So, guckt euch das mal an. So sieht mein Schwarz aus. Wow, oh, ich habe schon lange kein schwarzes Auge mehr gehabt. Es sieht so, ich liebe es. Ich liebe, 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 liebe es. Wir machen erstmal mit dem Gesicht weiter und ja, vielleicht könnte ich noch ein kleines bisschen Primer auftragen. Übrigens bei dem Schwarz, ich hatte wirklich fast gar keinen Fallout, was mich ein bisschen gewundert hat. Ich habe mich aber auch vorsichtig rangetastet. Ich habe nicht so reingehauen, sondern ich habe wirklich Stück für Stück, habt ihr ja gesehen, das aufgebaut. Und ich habe tatsächlich keinen Fallout. Als ich das erste Mal ausprobiert habe, war ich auch nicht so sorgfältig. Da habe ich so drauf geklatscht. Also, ja. Cool. So, und bei mir ist schon wieder Huda Beauty am Start, ne? Unglaublich, ey. Aber man muss auch wirklich sagen, Huda, Hut ab. Huda, Hut ab. Ich finde es richtig cool, dass du darauf hörst, was die Leute sagen. Denn sie hat diese Foundation, ihre Original-Foundation, so wie ich es jetzt mitgekriegt habe, verändert. hat Luminous Matte draufgeschrieben. Luminous. So eine Sache. Und hat aber den Geruch rausgenommen. Ich weiß nicht, was da noch dran geändert wurde. Auf jeden Fall ist der Geruch da nicht mehr drin, der so stark sein soll. Ich hatte die nie. Ich weiß nicht, wie die war. Ich kann dazu gar nichts sagen. Ich weiß nur, dass ich die hier schon mal ausprobiert habe. Und zwar mit dem Primer von Huda, den ich in einem Video vorher mit der Stick Foundation zusammen ausprobiert habe. Den ich übrigens sehr mag. Ich fand das tatsächlich nicht schlecht. Ich habe die Foundation hier bestellt. Mit dem Wissen, dass ich sie sehr wahrscheinlich nicht mag. Aber ich war positiver davon überrascht, als ich dachte. Jetzt will ich es aber, also am Ende, ich habe es halt mit dem Primer ausprobiert von Huda. Es war eine sehr hohe Deckkraft, sehr ebenmäßig tatsächlich. Ich war baff über meine Nase. Meine Nase sah noch nie so gut aus. In Kombination, wartet, ich hole euch mal den Primer. In Kombination mit ihrem Primer, ne? Meine Nase war eben mäßig. Ich habe ein bisschen trocken ausgesehen teilweise. Es ist wirklich, für mich ist sie sehr matt. Also ich bin es gar nicht gewohnt, so eine matte Foundation. Es ist tatsächlich auch eine matte, die nicht luminous wird bei mir. Weil ich habe das Gefühl, die meisten, die ich benutze, wenn da matt draufsteht, sind sie trotzdem irgendwie glowy am Ende. Mag aber auch an dem Primer gelegen haben. Ich habe, wie gesagt, hier heute meinen Lieblingsprimer drauf oder einen meiner liebsten Primer, den Laura Mercier Illuminating Primer, und mal gucken, wie sie sich heute damit verhält. Ich nehme wieder den Reffa Pinsel, den Foundation Pinsel 24. Ich finde den sehr gut und mit dem werde ich das jetzt mal ausprobieren. Die Foundation ist sehr dickflüssig und sehr matt und man muss ganz zügig mit der arbeiten, weil ich finde, die zieht ganz, ganz schnell an. Und das probieren wir jetzt mal. Ich gehe einfach hier so ein bisschen in meine Palette mit dem Pinsel rein und ich bin auch sparsam, weil ich mag das nicht, wenn es zu viel Produkt ist auf meiner Haut, sowieso nicht. Und ich nehme ganz wenig Foundation. Vor allen Dingen bei so einer Foundation, die es so in sich hat wie die hier. Da will ich nicht zu viel von auf dem Gesicht haben.
ich habe das Gefühl, dass die Foundation es super vertragen könnte, wenn man irgendwas in sie reinmischt. Also ein Öl oder eine leichtere Foundation oder vielleicht ein Illuminating Primer oder so. Ich könnte mir vorstellen, dass sie das gut abkönnte, weil die ist wirklich sehr pastig. Ich habe übrigens die Farbe Creme Brûlée 150G. Ich finde die fast zu hell für mich, muss ich sagen. Also ich hatte ein bisschen... Ich habe die ja schon in dem Stick auch die gleiche Farbe. Ich habe das nicht das Gefühl, dass die da so hell ist. Also bei der Foundation ist es so, wie gesagt, ich habe sie ja schon mal getragen. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass ich sie ziemlich gut finde. Aber ich kann mir auch irgendwie nicht so vorstellen, dass ich sie trage, weil sie halt, also öfter trage, weil sie so Full Coverage, matt deckend ist. Das bin ich halt einfach nicht gewohnt. Und ich weiß nicht, ob das so wirklich mein... Das ist, was ich so will. Wenn ihr wisst, was ich meine. Also ich finde, sie saß mit dem Primer von Huda deutlich besser auf meiner Haut. Muss man leider, leider, leider so sagen. Ich hatte gehofft, sie würde hier jetzt ein bisschen saftiger werden. Aber wird sie leider nicht. Sie ist sehr dröge. Trocken. Und guck mal, ey, ihr habt doch gesehen, was ich da für ein Fitzchen drauf gemacht habe. Es ist immer noch mega viel da. Also ich habe ganz wenig Foundation benutzt. Also im Moment ist es sehr trocken, aber ich finde, man muss der Foundation auch mal einen Moment Zeit geben. Das muss man bei allen, gerade so matten Foundations, finde ich, mal machen. Weil die passen sich ganz oft noch an oder verschmilzen besser mit der Haut. Wow, ey, ich sehe so krass blurring aus in der Kamera. Das ist richtig unheimlich. Aber ihr seht, was ich meine, ne? Es ist schon ziemlich hell. Aber ja, wir arbeiten gleich mit allem anderen, mit Bronzer und so, und dann machen wir das schon schöner. Ey, guck doch mal meine Nase an. Habt ihr jemals meine Nase so gesehen, als hätte sie überhaupt gar keine einzige Pore? Ich glaube, ich sollte diese Foundation einfach nur für meine Nase nehmen. So meine Nasenfoundation. Und das war's. Und woanders eine andere nehmen. Ich finde es so krass. Mir gefällt es halt hier nicht, ne? Das ist nicht meins. Also, ich mache jetzt mal ein bisschen Bronzer und ein bisschen Concealer, nur so unterm Auge, sonst nirgends, weil ich finde die Deckkraft, meine Rötungen scheinen zwar hier noch ein bisschen durch, aber das lasse ich so, weil ich finde es gar nicht so dramatisch. Die deckt schon mehr ab, als meine Foundation es sonst machen. Deshalb, ja, mache ich das erstmal und dann sehen wir uns wieder. So, ihr Lieben, passt auf, tut mir leid, ich habe mich umentschieden. Also erstmal der Bronzer von Milk. Ich habe den schon eine Weile jetzt nicht mehr benutzt, weil ich mich ja auch nicht wirklich schminke jetzt im Lockdown 2.0. und habe den heute wieder aufgetragen. Ich dachte so, oh meine Güte. Und das Geile ist, auf einmal, ich habe noch gar keinen Highlighter drauf, ne? Das ist der Bronzer. Der macht einfach so einen frischen Glow. Ihr habt doch gesehen, wie matt und kacke ich vorhin aussah. Und jetzt so der Bronzer aufgetragen und alles ist schon so, Das ist übrigens die Farbe Blaze, weil in Baked hatte ich den wieder verkauft, abgegeben, weil ich den einfach nicht so toll fand, ne? Aber diese Farbe ist traumhaft. Ich habe Concealer benutzt und zwar von Judith Williams. Ich finde den so toll, den Concealer, ehrlich. Ich benutze den gerade dauernd. Und habe schon mal mit dem Backup-Puder unterm Auge ein bisschen gesettet. Ich gehe am Ende nochmal so leicht ein bisschen über alles drüber. Dann habe ich unten das Schwarz nochmal, also ich habe nochmal hier mit ein bisschen geblendet. Und das Schwarz unten aufgetragen und Wasserlinie, den Urban Decay 24/7 Glider und Eye Pencil in Zero. Aufgetragen. Richtig schön schwarz. Ich muss euch mal was sagen. Ich finde, es ist das schönste Smoky Eye, was ich jemals kreiert habe. Ehrlich. So edel, so wunderschön dunkel und ich kann jetzt nicht
mit den Dingern da drüber gehen. Es geht einfach nicht. Also das, dafür ist mir der Look gerade zu geil gelungen. Das würde mich total fertig machen, wenn ich jetzt da so einen bunten Liner drauf mache. Klar, das könnte man machen, keine Frage. Aber ich kann nicht, ich kann nicht. Wir reden aber mal kurz darüber, weil zum Beispiel, also habe ich ja von Pioche bekommen und ich dachte so, okay, voll so eine Spielerei, so tralala. Und dann habe ich in meinen Stories habe ich den Lila über den Look mit der Natasha Denona Love, Mini Love gemacht. Das sah so geil aus, ehrlich. Das sah so cool aus. Vor allen Dingen, diese Liner, die sind mega deckend. Ich hätte das nie gedacht. Also ich, meine Idee war jetzt erst mit dem Gelb mir einen Liner zu ziehen. Aber ich, das geht, das kann ich jetzt nicht machen. Ich weiß, es gibt davon auch Gold zum Beispiel. Das wäre jetzt geil gewesen. Also ich werde auf jeden Fall mir den Goldenen davon holen. Weil jetzt da drauf einen goldenen Wing, der auch deckend ist, das wäre Silvester 2021. Wenn ich dann in meinem Partydress mit meinen ganzen Freunden und meiner Familie eine riesengroße Party feiere. Hoffentlich. zu den Dingern ist zu sagen, die sind wie Tusche, sage ich mal. Ja? Also ihr geht in Wasser rein und dann aktiviert ihr die mit Wasser. Also die sind hier ganz, die sind trocken. Ne? Also die sind nicht cremig oder sowas, sondern ihr macht es wirklich mit Wasser. Und der Pinsel, der dabei ist, bei dieser Palette, es gibt die auch übrigens einzeln zu kaufen, habe ich gesehen. Ich werde da mir bestimmt noch den einen oder anderen holen. Das hier ist einfach geil. Das ist ein ganz feiner, langer Pinsel, mit dem könnt ihr so einen geilen Wing ziehen. Das hat, also wirklich, der Pinsel, erste Sahne, den werde ich auch auf jeden Fall für meine anderen, muss mal gucken, ob der halt mit Creme auch funktioniert, weil der ist ja sehr, ja, muss man einfach mal rumprobieren. Auf jeden Fall gibt es davon auch Gold. Ich werde mir auf jeden Fall den goldenen holen. Ich werde mir auf jeden Fall den schwarzen holen, weil die Art und Weise, damit zu zeichnen, wirklich zu zeichnen, ist so, so easy und es gleitet so. Und also es ist wirklich cool. Und ich werde definitiv damit nochmal schminken, weil, ja, auf jeden Fall. In den nächsten Videos, das verspreche ich euch. Vielleicht mache ich sogar ein einzelnes Video hierzu. Aber ich kann das, das geht nicht. Ich kann jetzt da nicht diesen Liner drauf machen. Aber was wir zum Beispiel machen könnten, wir könnten so ein bisschen von dem Gold so in die Mitte tupfen. Das wäre was, was ich mir vorstellen könnte. Und das mache ich jetzt auch. Einfach Finger, Gold und einfach... Oh, yes! Oh, wie... Oh Gott. Okay, okay. Ein Traum. Ich sag's euch. Silvester 21. Ist das mein Look? Ist zwar ein Jahr hin, aber... Oh, wow. Ist das geil. Ich flippe aus. Also das gefällt mir extrem gut. Guckt euch das an. Ja, sehr schön. Ich würde mal sagen, diese Palette ist nichts für Softies. Also für Leute, die helle, softe Farben haben wollen. Das ist schon eher so für sowas gedacht. Zum Beispiel auch dieser intensive Blauton, guck mal, oh Gott, der wäre bestimmt jetzt auch geil drüber gewesen. Oder dieser Ton, der ist so geil, das ist so ein, sorry, ich kann es nicht beschreiben, guckt es euch an. Der hat ganz viele geile Facetten, also das ist hier mega, also der, One-Shadow-mäßig, einmal drüber. Dann gibt es hier so ein richtig schönes, ja, Copper. Guck mal. Wow. Also ich muss sagen, als die Palette rauskam, dachte ich so, ja, interessant, geht so, okay. Dann habe ich sie mehr und mehr im Internet gesehen und ich dachte so, irgendwie geil. Und als ich sie dann bekommen habe, habe ich so kurz vorher, ich wusste, dass ich sie bekomme, und kurz vorher habe ich so gedacht, wow, jetzt freust du dich aber richtig drauf, weil ich hatte die auch schon bei ein paar Leuten dann wieder gesehen. Und ja, ist auf jeden Fall eine schöne, sehr schöne Palette mit sehr interessanten Farben. Ja, und hiermit spielen wir nochmal demnächst.
Ich weiß nicht, ob wir den hier schon ausprobiert hatten zusammen. Und zwar, das ist ein Liquid Blush von Mitchell. Made by Mitchell. Wo ist mein Pinsel? Und den würde ich gerne mit euch jetzt nochmal ausprobieren. Ich habe hier die Farbe Posy Rosy. Weil ich jetzt auch schon Cremeprodukt drauf habe, habe ich mir gedacht, hauen wir noch mehr Cremeprodukt drauf. Ja, ihr habt schon gedacht, warum hat sie noch keinen Rouge drauf, die Jenny? Die sind voll der edle Look und jetzt so pinke Wangen. Ihr denkt, nein, Jenny, tu es nicht. Okay, okay. Dazu hätte wahrscheinlich eher so ein schönes Peach jetzt gepasst, ne? Aber wartet mal. Ich habe den ja auch noch in Orange. Und wenn wir das mischen, dann kriegen wir vielleicht sowas in die Richtung hin, was wir haben wollen. Ich habe den nämlich noch auch in Mango Daiquiri. Mischen wir mal ein bisschen und gucken mal. Gucken wir mal vorsichtig, was dabei rauskommt. Interesting. Interessant. Ja, keine Angst, das können wir alles wieder runter tonen sozusagen, aber die Frage ist, will ich das? Yay. Glaub mir, am Ende ist das alles nicht so krass, wie es jetzt scheint. Gefällt mir tatsächlich, die beiden gemischt, weil ich habe nämlich diesen Mango Daiquiri, aus Interesse habe ich gesagt, ich hätte den gerne, auch übrigens von Purish bekommen, schon aber eine Weile her. Und ich habe gesagt, ich hätte diese Farbe, die würde ich gerne ausprobieren. Und dann habe ich sie gesehen, habe sie bei meiner Tochter auf die Wangen gemacht. Ich hatte so, nein, das wirst du niemals benutzen. Aber die beiden gemischt ergeben mir wohl eine richtig coole Farbe, oder? Sag mal was. Wow. Darauf bin ich nämlich gekommen, weil ich habe mir die Scott Barnes Blush-Palette gekauft. Und er mischt in seinem Video, in dem Video mit Tati, mischt er dieses Orange und das Pink. Und sonst wäre ich auf die Idee jetzt gar nicht gekommen, irgendwie die zu mischen, aber gemischt. Ich gucke mich hier jetzt nochmal gerade nah an und ich finde tatsächlich, dass die Huda Foundation in Kombination mit dem Primer von ihr selbst viel besser saß. Also heute sitzt sie gar nicht gut, leider. Überhaupt nicht gut. Auch auf der Nase. Ich war ja richtig baff, wie die auf meiner Nase gesessen hat, ne? Aber es gefällt mir nicht sehr gut. Nein, leider nicht. Ich schulde euch ja noch den Highlighter. Den haben wir noch nicht zusammen aufgetragen, ne? Den Buxom Highlighter. Mal gucken, wie der jetzt zu dem Look passt. Der ist nämlich so ein bisschen rosa. Oh ja, ich sollte damit jetzt vorsichtig sein hier mit dem Look. Ich gebe mir den nur so ein bisschen hier auf das Rouge drauf, weil ich glaube, sonst wird es nicht passen. Das Rouge ist ja noch quasi matt. Das geht ja nicht. Und für den Rest von meinem Gesicht nehme ich mal was anderes. Was nehme ich denn? Ich glaube, da passt hier sowas wie Natasha Denona I Need a Nude Glow besser. Den nehme ich mal nochmal so ein bisschen hier drauf. Das, weil ich finde, hier muss so ein bisschen was Güldenes hin und nicht so. Der von Buxom ist halt relativ kühl und ich glaube, das würde ich jetzt hier nicht wollen. So, ich gehe jetzt nochmal mit einer ganz, ganz leichten Hand mit dem Bäckerpuder rein. Ich finde das Puder so unglaublich gut, ehrlich. Aber nur nochmal so ganz leicht über alles rüber, damit auch da bleibt, wo es ist. Und dann kommt das gute alte Urban Decay All Nighter Ultra Glow. Das ist schön. Und jetzt fehlt mir noch was für die Lippen. Was mache ich denn auf die Lippen? Lasst mich mal nachdenken.
Ich würde Natasha Denona nehmen, und zwar einen Lip Liner in der Farbe NB2 Noir. Gott, ich muss ihn bald schon anspitzen, ey. Okay, lass uns noch mal ganz kurz über so einen Lippentrend offensichtlich reden, dass ich jetzt schon bei mehreren gesehen habe, dass sie ihr Lippenherz gerade malen, also ihr Lippenherz übermalen, sozusagen einen, so einen Mund. Entschuldigt, aber ich finde es so scheußlich. Oh mein Gott, ich finde es so unglaublich unschön, dass, also ich habe selten einen Trend oder irgendetwas gesehen bei jemand anders, wo ich dachte, das geht gar nicht. Also, das ging gar nicht. Also, ich finde das ganz furchtbar. Meine, ne, ihr wisst, regt euch nicht auf, meine persönliche Einstellung, ich finde es so hässlich. Lippen übermalen, kein Ding, mache ich auch, aber so minimal, ne? Aber das Lippenherz ist doch das Schönste an der Lippe, oder habe ich irgendwas falsch verstanden? Wollen wir jetzt alle Schlauchbootlippen haben? Ich nicht, ich bleib beim Lippenherz. Ah, wunderschön. Ich habe in der Bestellung von Sephora diesen Huda Beauty Silk Balm mit drin gehabt. In so einer Mini-Größe. Und den gebe ich mir da jetzt ein bisschen drüber. Es ist so wie so ein pflegender Lipgloss. Und das war's. Guck mal, meine Wangen. Als würde meine Haut das Rouge auffressen. Und immer, wenn ich mich gerade geschminkt habe, denke ich, eigentlich könntest du noch ein bisschen Rouge vertragen. Oder? Aber ich lasse es jetzt erstmal so. Also Panik. Nicht noch mehr Rouge. So. Nicht noch mehr Blush, ne? Ihr wisst Bescheid. So, das ist mein Look für heute. Wie gesagt, die Foundation finde ich heute nicht so schön. Die crackt so ein bisschen auf, ist hier sehr trocken, obwohl ich jetzt schon das Setting Spray drauf habe. Die Lidschattenpalette, der Look gefällt mir sowas von gut, vor allen Dingen mit diesem Gold drüber. Rouge finde ich auch cool. Ja, ich bin sehr zufrieden. Definitiv. Sagt mal, habt ihr irgendwas von den Sachen? Interessiert euch da irgendwas? Haut raus. Oder gerade die Foundation. Ich glaube, die ist sehr umstritten. Ich glaube, viele finden sie nicht gut, viele finden sie gut. Haut mal raus. Interessiert mich sehr. Ich glaube, die ist halt echt was für junge, normale Haut, die gerne viel Deckkraft hätte. So würde ich es mal beschreiben. Ja. Auf die Sachen von Purish gibt es 15%, ihr wisst es, Jenny 15, auf viele Sachen, auf Ofra, Dominique Cosmetics, Suva, Luna Beauty, auf Made by Mitchell und The Ordinary Q&A Skin, Nabla. So, das ist das, was mir gerade mal spontan eingefallen ist. Ich schreibe euch den Code auch nochmal rein. Falls ihr da was bestellen wollt, macht das gerne. Ihr kriegt, wie gesagt, 15% und ich kriege eine kleine Provision. Ich habe hier auch ein Haar hängen, das macht mich wahnsinnig. Ja, und das ist das Ende des Videos. Und jetzt pule ich mir erstmal mein Haar von der Wange. Bis dann!